Ich bin das Team von Babel 7. Jean-Luc Testas, Christian Dosé und Jonathan Altinger zur Turnierleitung. Ja, die können nicht zur Turnierleitung, die trinken noch im Park. Geil. Ich hab ganz vergessen. 3 Euro kostet das. 3 Euro. Auch nicht schlecht, ne? Ja, funktioniert das? Boah, das war eigentlich voll gepackt, wie das. Guten. Guten, danke. Ups, sorry. Ich dachte, dein Bein wollte aus. Sieht so hungrig aus. Wie viel ist das? Jetzt habe ich schon eine Brille auf. Also auf jeden Fall nicht hier. Da liegt man eben da, schön da langlaufen. Ja. Wo ist er denn? Aber ich dachte gerade an das bessere Menü. Nee, passt auch schon mit dem. Das ist der erste Titel für Dominik. Das ist mein Finale. Guck mal, meine Damen und Herren, wir beginnen mit dem Einzug des Finales. Genießt das. Ich mag das auch. So.
Liebe Poolspieler, liebe Freunde des Poolsports, liebe Zuschauer, es ist soweit, wir ermitteln per Finalbegegnung, per hochkarätiger Finalbegegnung, den Deutschen Meister im Triplett 2015. Unser lieber Harry Kürr wird gleich die Moderation des Endspiels übernehmen und ihm übergebe ich auch gern das Mikrofon, damit er einleitende Worte sagen kann in professioneller Manier. Joachim? Danke dir. Ich darf erstmal Hallo sagen und mich wundern, wie der Beton so langsam wächst. Ich habe selten so viele Zuschauer beim Endspiel gesehen. Das ist der Deutschen Meisterschaft im Triplett würdig. Und deshalb auch einen großen Applaus an diejenigen, die Idee hatten, den Ausrichter, federführend das Olga-Team und Michael Weber und Holger Franke. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, wenn mal zu viele Zuschauer und Poolspieler schon da sind. Im Fußball sagt man, es geht nicht ohne 12. Mann. Bei uns geht es garantiert nicht ohne diese 4, die heute da waren. Unter der Leistung von unter der Oberleitung von Patrick Lebon, Uli Junginger, Tanja Reif, Nicole Vogt. Vielen Dank den Schiedsrichtern. Und dass ich mich nicht zum Buhmann mache, sage ich es aber euch nochmal gerne. Ich habe den Hinweis bekommen von Patrick. Ein halber Meter ist ein halber Meter. Aber ich sehe schon, ist doch alles ein halber Meter weg. So langsam passt das. Passt nicht auf eure Füße, auf eure Taschen auf. Dann noch ein letztes Dankeschön. Und da bitte ich auch wieder um einen Riesenapplaus. Jeder, der bei euch im Verein schon mal ein grünes Turnier ausgerichtet hat, weiß, was es heißt. Das ist die Turnierleitung, das DM-Team um Alfons Schulz, Nils, Hugo Boss, Joachim Brunner. Applaus bitte. Ich möchte die Mannschaften, den nicht ganz so erfahrenen Grundspielern noch mal vorstellen. Die meisten von euch kennen sicherlich alle Namen, aber jetzt, wer ist wer? Ich lese euch vor, dreht es kurz vor, winkt ins Publikum oder jetzt habt ihr noch was zu lachen, wer weiß, wie es später ist. Im Endspiel, Babü 07. Wir fangen mal von links an. Das ist der Jean-Luc Dessas. Dann der Jonathan Albiger und Christian Bosser. Ah ja, komme ich später sogar auf die Jungs an. Ja. Niedersachsen 03 im Endspiel, ich fange auch links an. Ganz links Sascha von Bless. Ich frage mich am Applaus im Bildbar, wie wir wieder sagst. Wieder Nummer 2, in der Mitte sozusagen, Mika Everding. Ich habe mich vor mir nicht unterhalten, ich werde mich an seinen Nachnamen nicht versprechen. Ich sage einfach, aus Köln spielt für Royal Cologne Dominik oder Dome. Nicht vergessen, ich bin beim Ausmarsch unserer fahrenden Jungfrauen und euch allen wünsche ich viel Spaß beim Spiel. Habt Spaß an euch, ein wunderschönes Endspiel, einen tollen Ambiente. Ja, geil. Wir können los, Philipp. Jo. In diesem geilen Endspiel. Ich bin sehr gespannt, was uns das zu bieten hat. Ja, sonst ich schon. Also wie wir schon gesagt haben, Begegnung von... Vorher, Mannschaft von Jean-Luc Dessas, sehr erfahren, sehr ruhig und spielen nicht auffällig cool, betankt, aber gewinnen fast jedes Spiel. Arbeiten mehr. Die arbeiten mehr und das Team von Sascha von Pless sind mehr die Angreifer, ne, so gesagt. Die spielen viel mit Emotionen. Ja, wobei, ich finde, dieses Jahr macht das Spiel von denen einen ziemlich soliden Eindruck. Also ja, in Situationen, wo es im letzten Jahr vielleicht noch ein bisschen wild geworden wäre, vielleicht der ein oder andere Sauschuss auch zu viel gekommen ist, ist es dieses Jahr eher so, dass also die Vernunft da irgendwie so ein bisschen Einzug gehalten hat. Ja, genau. So sehe ich das auch. Erfahrung gesammelt. Konzentriert für diese DM, wie du gesagt hast, im Viertelfinale oder Halbfinale, dass sie entschieden haben, nicht so viel zu spielen dieses Jahr, aber sich zu konzentrieren auf diese DM und das Turnier in Travemünde.
So, das Turnier in Travemünde ist in ein paar Wochen. Heute konzentrieren sie sich nur auf dieses letzte Spiel auf dem Deutschen Meisterschaft Triplet 2015 hier in Karlsruhe, ein Schlossgarten. Temperatur immer noch sehr geil, locker über 20 Grad. Ja, in der Sonne auf jeden Fall eher über 30. In der Sonne auf jeden Fall Richtung 30, genau. Schiedsrichter sind bereit. Hände sind geschüttelt. Schau mal ab, ist der hier kurz? Ich hätte einen Jean-Marc gedacht, aber Für Sascha ist es bestimmt schon das, ich würde mal sagen, 10. DM-Finale seiner Karriere. Er ist zehnmal Deutscher Meister. Ja, ich glaube, Senioren ist er 6-mal geworden. Aber für Dominik und Mika ist es das erste Finale. Ja, das auf jeden Fall. Endspiel wird auch moderiert. Also würde ihr vielleicht auch was zu sprechen hören über die Lautsprecher, dann sehen wir mal kurz was. Also Sau wird durch den Chef der Organisation geworfen. Ja. Damit das Endspiel angefangen, begonnen. Wünsche die Zuschauer zu Hause auch viel Spaß. Das Team von Jean-Luc hat die Anwahl gewonnen, also fangen dieses Finale an. Was würdest du tippen? Oh, ich finde, das ist total offen. Also wenn Sascha, Domme und Mika es hinkriegen, die Leistung von vorher nochmal aufs Parkett zu bringen, dann werden sie es wohl gewinnen. Aber wir wissen ja alle, wie es in Spielen mit Jean-Luc Testard so zugeht. Das kann einiges passieren. Ich bin auch sehr gespannt, wie Christian Bossert hier spielen wird. Für ihn definitiv das erste große Finale. Ja. Und noch nicht so erfahren. Ja, genau. Wir werden mal schauen, ob der. Ich sehe leider nichts. So, jetzt geht's wieder. Christian Bossert ist so in den ersten Runden vor allem dadurch aufgefallen, dass er unheimlich lange für seine Kugeln braucht. Ich bin mal gespannt, wie die Schiedsrichter da jetzt mit umgehen werden. Ja, das ist natürlich immer möglich. Wobei er sich eigentlich auch immer an die Minutenregel gehalten hat. Das war aber immer sehr knapp, sodass ja. die Gegner, die zügiger gespielt haben, da immer etwas irritiert waren. Ja, wichtig für Mika, da kommt direkt die Erste. Ja, ich würde sagen, es ist ganz wichtig für das Team von Mika, Sascha und Doma, dass die direkt gut ins Spiel kommen. Glaube ich auch. Ja, wenn nicht, dann wird die Druck riesig und dann wird es schwer von so einem Spieler gegen so ist das zu gewinnen. Ja. Ich finde es immer noch auffällig, dass Jean-Luc der Schießer ist und nicht der Milieu. Ja, hat mich auch echt gewundert. Nicht gedacht. Ich auch warum nicht. Schießt der Jonathan Adigé nicht? Der schießt eigentlich immer, spielt nie Milieu. Ja, aber vielleicht, Jonathan Adigé war auch schon beim Halbfinale von der französischen Meisterschaft mixed, glaube ich. Und vielleicht geht es da auch darum, so ein bisschen die Chefrolle anzunehmen als Milieu. Ich weiß es nicht genau. Ja, das wäre eine interessante Frage auf jeden Fall. Wobei, ich meine, so ein Finale scheint sich ja bewährt zu haben. Ja, genau. Christian Bossert, ist das ein Deutscher oder ist das auch Französisch? Kennst du den? Ich glaube, er ist ein Deutscher. Also, mit deutscher Pass. Mit deutschem Pass. Oh, Doppelloch von Testa. Das Team von Sascha muss diese Chance direkt nutzen.
Ich könnte mir vorstellen, dass direkt. Ah, sie schießt nochmal die Sau. Beide Schusskugeln von Jean-Luc sind aus. Also, ich glaube, die würden diese auch schießen. Ja. Kugel am Palais. Schießt die Kugel. Ja. Okay. Deswegen sind die Spiele im Finale und sitzen wir hier. Mhm. Nee, dass er K.O. schießt, ist natürlich ganz gut. Für den. Trotzdem, 5 Kugeln gegen eine. Ja, ich vermute, sie legen trotzdem erstmal eine. Ich will auch erstmal legen. Wenn er nicht punktet, dass er vielleicht Schuss verpunkt. Das einzige Problem ist halt, dass der Schuss ein bisschen schwieriger dadurch wird. Keine ja, wahrscheinlich. Aber der liegt dann rein die rechte Seite. Ja. Ich glaube, Dominik will auch schießen. Sie entscheiden sich fürs Legen. Nee. Also könnte es sein, dass Dominik schießen wollte. Ja? Mhm. Naja, Sascha erklärt das gerade auch nochmal an Dominik. Schauen wir mal. Ja, Mika holt direkt den Punkt, ganz stark. Sehr gut gelegt. Vor die Sau. Ganz gut. Also wenn die Jonathan nochmal schießt und die Sau geht nach hinten. Können die vielleicht locker 4 Punkte machen. Ja, die werden legen und versuchen das Spiel eng zu machen. Ich würde auch sagen, versucht davon zu leben auf die Kugel. Holt den Punkt. Holt zwar den Punkt, ist jetzt aber glaube ich nicht so. So die schwere Aufgabe für Dommel. Jetzt gehen vielleicht eventuell sogar beide von. Das ist das ja. Also der Schuss scheint ganz angenehm zu sein. Schauen wir mal. Das Ding muss erstmal weg vor dem Punkt. Ja, jetzt geht nämlich die andere zuerst. Okay. Dann muss er jetzt treffen für Punkt. Macht er auch. Macht er auch. Und bleibt liegen. Ja, das ist ja noch der Wahr. Zweimal treffen für 3 oder mehr, wenn die liegen bleibt. Oder 2 reinlegen für 3. Dommel liegt links und rechts hinten. Ja, er hat 2 Schuss für 3. Genau. Das ist immer so eine Entscheidung, ne? Also für die mentale ist das gut zu schießen. Wir schießen. Dann macht er. Fangt links an. 2-mal treffen für 3. Liegen bleiben für 4 oder 5. Besser mit der ersten in ein Loch als mit der zweiten. Da kann man jetzt nämlich noch einen reinlegen. Stimmt. Ja, ist auch klar, was mit der letzten passieren muss. Du kannst nur eine reinlegen. Okay. Man merkt, es sind auch einige nicht so fachkundige Zuschauer unterwegs. Genau. Ja, zweite kommt. Sehr schön. 2 Punkte, 2-0 für Niedersachsen 3. Erster und neuer Spielstand 2-0 für Niedersachsen 3. Für ein nicht ganz fachkundiges Publikum außerhalb. Das Schweinchen zur kaschierten Zielkugel sollte 6 bis 10 Meter geworfen werden aus dem roten Kreis. Wurf recht hat die gewonnene Punktmannschaft Punktum.
Sau ja. So auf 8,5 würde ich mal sagen. Ja, auch meine Einschätzung. So auf jeden Fall nicht zu lang. Und kein 6 Meter. Also 8,5 würde ich sagen, genau. Direkt wieder mit einer Start. Sehr gut. Genau sein Donner getroffen. Mannschaft von Jean-Luc doch leicht unter Druck. Die müssen jetzt mitmachen. Ja, sehr guter Schuss. Vielleicht einen guten Moment hier, um Ihnen einen ganz großen Dankeschön auszusprechen an der DPV, die uns eingeladen hat, diese Live-Übertragung zu machen. Anregungen und Kritik sind immer gerne willkommen. Am besten auf die DPV-Webseite steht eine E-Mail-Adresse presse@depov.de. Einfach melden. Also Dankeschön an den DPV und an die Organisation hier am Schlosspark in Karlsruhe. Und Dankeschön an mein Team, meine Helfer. Philipp, Dankeschön mal voraus. Gerne. Und hoffentlich mal bis nächstes Mal. Irgendwann, irgendwo. Wieder entscheidet die Mannschaft von Jean-Luc mit coolem Vorteil nicht zu schießen, aber zuerst die Liga legen zu lassen. Ja, der Spieler hat eine gute Kugel gehört. Zum Glück jetzt im Schuss für 2. Ja. Das ist so eine bestimmte Taktik, wie er spielt. Und ziemlich erfolgreich anscheinend. Seit Jahren, ja. Ja. Immer eher sehr defensiv. Ja. Aber normalerweise trifft er die wichtigen Schüsse dann meist. Ja. Aber das Spiel ist ja noch jung. Das kann sich alles noch ändern. Ja, wer weiß, wahrscheinlich weiß kein anderer, dass das Spiel noch lange nicht vorbei ist. Der versucht natürlich zu treffen, gar kein Thema. Schöne Vorteil des Futsch. Genau, Vorteil in Kongo ist weg. Wir können aber immer noch schießen, wenn wir wollen. Wir machen es sogar.
eigentlich egal, ob die Kugel von Sascha noch besser ist als die Schusskugel von Jonathan. Die sollten eigentlich erst den Punkt zurückholen und gegen dann die beste Kugel spielen lassen. Oder, ja. 3-1. Machen sie auch. Sascha von Pless wird versuchen, hier den Punkt zu holen. Sehr geile Kugel in der Nähe von der Sau. Mit Erfolg? Nicht schlecht. Ja. Holt den Punkt zurück. Zumindest. Zwei Lege versuchen von Dummer, um einen Punkt zu holen. Erst ein bisschen lang. Vielleicht ein bisschen versprungen oder so, keine Ahnung. René ist eigentlich genauso wie auf Mikas und Shashas Donné. Also schneidet auf jeden Fall. Ein Punkt. Ein Punkt, glaube ich auch, bei das Team. Einer. Jean-Luc. Kriegen wir die Information draußen von euch, ob das eine war oder zwei? Einer. Einer? Spielstand 2-1 für Niedersachsen 3. Kurz, Christian Busser bleibt so 1,50 davor. Ja, ziemlich kurz. Eine Chance für Mika Everding, um für seine Mannschaft die Sache hier. Einen guten Schwung Richtung Aufnahmegewinn zu bringen. Gespielt von Mika. Ja, sehr gut. Ja.
Verrückt, dass das hat sich Ohrenschütze reingetan. Ja. Das ist cool los. Schöner Eisentreffer, bleibt aber nicht in der Bahn. Das ist kurios. Tja, nicht verboten. Aber schon sehr extravagant. Ja. Auf jeden Fall. Das sieht auch aus, ob er das gerade erklärt an was Leute im Publikum oder Bekannten. Also sehr interessant. Mhm. Mika legt eigentlich fast die gleiche, Tick mit Platz. Er ist einfach ein wilder Typ. Jo, ganz klar. Aber auch Jonathan hat jetzt gesagt, nein, schieß. Mhm. Obwohl er die ganze Zeit eigentlich ziemlich unbeteiligt da rumsteht und Testers machen lässt. Aber jetzt hat er klar gesagt, er muss schießen. Ja, ein Treffer. Vielleicht hat er nur eine Ohrstöpsel. Pro Treffer ein. Ja, genau. Na, wild. Der ist am Suchen. Der Schalk. Das sieht man. Christian, holt den Punkt. Das ist nicht schlecht. Das ist ganz gut. Christian Bozert zusammen mit Jonathan Albiger und Jean-Luc Testers. Dominik mit einem klasse Eisentreffer. Dominik Zoper schießt hier zusammen mit Sacha von Pless und Mika Ejading. Drei Kugeln von das Team von Sascha von Pless gegen zwei Kugeln von das Team von Jean-Luc Testers. In diesem großen Finale Deutscher Meisterschaft Triplet 2015. Schlosspark Karlsruhe. Ich glaube, der reicht nicht. Ich glaube, lässt zwei liegen. Könnte sogar zwei noch Punkt sein. Kugel prallt ein bisschen ab nach rechts. Boden ist auch nicht so ganz gerade dort. Also ich werde irgendwo anders spielen, glaube ich. Ich habe es ein bisschen gewundert, dass er von rechts gespielt hat. Als Linkshänder hätte ich mir vorstellen können, dass er von links spielt. Wieder an die Seite. Ja, wobei ich glaube, jetzt hat er eine geschnitten. Drückt den Kurve von Mika auf die Sau so grob, aber vielleicht genau hat er eine genommen. Aber irgendwie komisch gespielt. Ja.
Schöne Sache. Wird dein T-Shirt vielleicht auch Deutscher Meister? Ja. Hm? Das stimmt. Kommt auch aus NRW, oder? Mhm. Cool. Ja, die schieden für zwei dann wahrscheinlich auf die vorne. Oder? Machen sie, und er trifft zwei. Reicht. Zwei Punkte. Und viel Platz für Sascha gemacht. Müsste eigentlich vier Punkte werden. Ja. Normalerweise. 6-1. Aber wir müssen erst noch drin. Die Kurve. Drei am Boden. Gut gespielt. Sicher gespielt. Nicht so kurz. Ist natürlich jetzt für Sascha auch ein bisschen einfacher als für Jonathan, weil er Rechtshänder ist und locker vorne vorbei fliegen. Vier Stück. Vier dazu. Schön aufgeführt von Sascha. Sechsfacher deutscher Meister, Sascha von Bless. Außer Mixed hat er noch nie gewonnen, hat er gesagt. Wird heute auch nichts. 6-1. Relativ kurz die Sau jetzt, ich vermute so 7. Auf jeden Fall nicht weiter als 7, glaube ich. Also, wichtige Aufnahme. Anschluss für das Team von Jean-Luc oder eine weitere größere Vorsprung für das Team von Sascha von Platz. Gute Eröffnung, Peter. Interessante Hoffnung in der linken Seite, die müssen schießen eigentlich. Jean-Luc kapiert das natürlich. Wird das auch jetzt machen. Das ist eigentlich das erste Mal, dass sie direkt schießen. Guter Schuss. Punkt zurück. Reicht, obwohl sie ein bisschen festgehalten aussah. Ja, Tick vielleicht, ja. Ja, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt. Ja, guter Kurve. Jetzt wird es einfach für das Team von Dominik. Solange sie treffen natürlich. Ne? Solange sie treffen.
das macht er nicht auch. Schöner Treffer. Tick lang, 2 cm kürzer, es liegt sogar wahrscheinlich. Ja. Fast ein Karo, aber nur fast. Das bringt nichts. Das war nur ein guter Schuss. Die müssen, wenn die alles treffen, hoffen auf einen Fehler vom Gegner. Aber wie so oft auf diese Boden, wann man alles trifft, wird man belohnt. Wenn man nicht so weit durch die Kugel von Christian Bossert, wo das. Ich vermute, dass die Niedersachsen jetzt legen werden. Mit der Option, Mikas Kugel vorne noch ins Spiel zu bringen. Starken Punkt direkt an der Sau. Wie sieht er von irritant op 10? Er is echt uitrijden. Ik kan het niet meer. Irritant, man. Schöner Schuss. Ja. Schuss ist sehr gut. Auch fast Karo. Mhm. Ein bisschen schief. Ja. Gleich das T-Shirt nicht vergessen. Sommer spielt einen klasse Ball, macht 2 draus. Ja, sehr schön. Ich vermute, wir werden versuchen, 2-mal zu schießen. Macht das zweite, glaube ich. Zweimal schießen. Ja. Müssen wir vielleicht erst da vorne schießen, ne? Ja, macht er auch. Schießen. Aber ziemlich schief. Ja. Für 7 Meter. Verlegt. 2 Punkte bei Niedersachsen. 2 Punkte für Niedersachsen und 3 durch den schön gebrachten Hang von Dungen. Ich wurde eben draußen gefragt. Neuer Spielstand 8-1. Die ganze Bullenmächtige, die wir meisten hier, wie kann ich denn die Kugeln auseinanderhalten? Welche Kugel wird denn zu welchem Team? Was würdet ihr antworten? Besuche einfach die Mannschaft aus Anzahlen, die eine ist ein bisschen jünger wie die anderen und versuche es mit den Kugeln jetzt gar nicht. Yeah.
Kicker für die Eröffnung Sau auf 8,5 Meter, schätze ich. Vielleicht 9. Tick länger also eben. Ja, richtig stark. Richtig Druck, Mika. Ja, geile Kugel. Ich muss da zuerst mal treffen. Das war nicht an. Zu kurz. Skifahrer, glaube ich, auch noch. Bisschen schief, ja. Ich auch. Umgestellt. Okay, ja, letzte Kugel, normale Schuss für 3. Ja, wie du eben gesagt hast, es ist wichtig, um zu profitieren von dem. Mal schauen, ob das klappt mit mindestens 3 Punkten. 2 ist eigentlich zu wenig. 3 sind es. 3 Punkte, da bin ich 7. Neuer Spielstand. 4:8. Eröffnet wurde das mit Florester 2. Schöne Karo zur Klasse von Schorlik. Bravo. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Domme das Doppelloch wegschickt. Ja. Das erste Doppelloch seit langem. Richtig heiß das Ding. Muss eigentlich reichen, ja, oder? Locker. Ja. Das Ding, wir nehmen so warm nicht. Nee. Krass, ne? Spielstand, also damit 8-4. Immer noch ein Vorteil von das Team von Bless. Und die greifen jetzt auch direkt an, obwohl Boss halt nicht so super gut aufgemacht hat. Wow. Und Dominik hat das Doppelloch gebettet und schießt ihn zu Bless. Du hast 2-3 Mal geschossen. Ja, mit Ausnahme von dem Halbfinale, da hat er zwar 2-mal geschossen, 2 Löcher geschossen. Ja. Und davor immer richtig stark nachgeschossen. Genau, also ich bin mal gespannt, ob vielleicht diese Aufnahme auch wieder drankommt zu schießen. Wäre auf jeden Fall schön anzuschauen. Ja. Das würde ja quasi heißen, dass mindestens gut mal geschossen wird. Genau. Ja, die Kugel rollt über die Linie. Liegt halb hinter einem Pflanzen. Und ist aus. Sagt ja schon. Das war ein Schusskugel von Dominik. Also Punkt ist bei dem Karo von Dominik. Erste Kugel anscheinend. Okay. Ah, die müssen wir erstmal schlagen. Die müssen erstmal geschlagen werden, genau.
ein bisschen lang geworden. Da war eine sichere Seite gespielt, nicht Richtung Linie. Jetzt werden wir auch mal sehen, dass Mika hier auf ein das schwierige Stück auch reinkommt. Auf der Hand gegen drei von das Team von Jean-Luc. Also wie ich eben gesagt habe, es könnte ganz schnell umdrehen. Und hier so direkt die Möglichkeit für das Team von Jean-Luc. Zwei gute Kugeln noch von Sascha und Mika. Und die rollt ins Aus. Oh, Mika liegt einen ins Aus. Sehr Mika, wichtige Aufnahme. Tick zu viel, rollt ins Aus. Sehr dumm gelaufen, die Aufnahme. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt 3, 4, wenn nicht sogar 5 Punkte kriegen. Und dann müssen die sogar direkt auch aufpassen für die nächste Aufnahme. Krass. Wild. Das Publikum kapiert das nicht, aber es reicht alles wahrscheinlich. Wir werden gleich erfahren, wie viele Punkte das sind, aber ich glaube, das werden 6 Punkte. Auf, Jungs! Das Team von Lucana Aragon war die mit 7, 8-facher deutscher Meister Jean-Luc. Außer die U55 hat er alles gewonnen, Jean-Luc. Neuer Spielstand 10 zu 10. Ja, genau wie wir gesagt haben, 6 Punkte. Unfassbare, krasse Aufnahme. Wie gesagt, trotz dreier Treffer, also 3 Palais geschossen, trotzdem 6 bekommen, weil die Sau nach hinten gegangen ist. 5 Minuten ja. Nach Beendigung des Spiels bei der Turnierleitung stattfindet. Wir müssen mal schauen, wie sie das wegstecken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die Jungs lachen noch auf jeden Fall. Die reden eigentlich die ganze Zeit miteinander. Also von insofern sieht es gut aus. Wenn gar nicht geredet wird, ist meistens kein gutes Zeichen. Das machen die auf jeden Fall. Lachen auch ein bisschen.
keine schlechte Kugel, 70, 80 cm vor der Sau. Diese Equipe von Sascha von Pesch entscheidet zu legen. Mika wird das machen. Eine Sache wissen wir auf jeden Fall. Wir sind jetzt in die heiße Phase. Ja, Crunch Time. 10, 10, wie ist der Spielstand? Ah, Mika heute Punkt. Sehr gut. Jean-Luc, das ist das für den Schuss. Schießt nicht rum. Aber immer noch die gleiche Platz. Das heißt, niederlegen für Mika Everding. Mika spielt hier vorne an. Eigentlich noch nicht schlimm, wenn man jetzt trifft. Eigentlich alles. Okay. Dann sage ich aus. Für alle Zuschauer, die mächtig sind, eine neue Aufnahme des Haus zum Aus des Koschinär. Beginn von der anderen Seite, immer noch gleicher Spielstand, 10 zu 10. Und Mika freut sich besonders, als hätte zwei Kugeln wieder. Perfekt. Kaskett geschossen, aber sah uns aus. Fange auf neu an. 10, 10. Ich kriege gerade eine SMS von Max. Ich soll dich grüßen, Max. Schöne Grüße, Max. Ja, danke, Max. Ich habe Max selber mit begrüßt. Ja, schöne Grüße, Max. Ja. Ja, geil. Meine Damen und Herren, die heiße Phase in der Triplet-Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft 2015. Ja, gar nicht so schlecht gespielt von Christian Burzert. Bisschen lang. An der Stelle, wo er eben eigentlich immer eher zu kurz war, traut er sich jetzt ein bisschen mehr. Gelegt wird durch Mika Everding, erste Kugel von das Team von Bliss. Ganz starke Kugel. Schön im Konterbereich. Rechts nehmen die Sau für einen Tick in die Rückseite. Aber es ist ganz okay, wie gesagt, im Konterbereich, aber... Jean-Luc entscheidet sich dafür zu legen. Schon interessant wieder. Ich
Und wieder legen. Sehr schön, einfach weg. Vor allem halt ohne Konter oder so. Ohne Konter, ohne alles. Hätte er auflaufen können, selbst wenn er einen guten Schuss gemacht hätte und die Sau ein bisschen nach hinten gesprungen wäre. Das wäre nicht schön gewesen, so ist natürlich optimal. Ja, wenn die das noch zweimal machen. Vor allem halt ohne Konter oder so. Ohne Konter, ohne alles. Hätte er auflaufen können, selbst wenn er einen guten Schuss gemacht hätte und die Sau ein bisschen nach hinten gesprungen wäre. Das wäre nicht schön gewesen, so ist natürlich optimal. Ja, wenn die das noch zweimal machen. Oder dreimal machen, dann haben die noch zwei Kugeln übrig. Nee, eine. 4-3. Ja. Stark von Jonathan. Fängt an zu labern. Oder zu quatschen, wie man will. Tja, was sollen wir jetzt machen? Gute Frage. Einfach schießen. Einfach schießen. Auch wenn die beide gehen, ist im Prinzip Platz genug. Jetzt dürfen sie eigentlich nicht mehr schießen. Nee, das wäre Harakiri. Also wenn ihr kontert, und die verlegen eine. Nee. Erstmal eine verbessern, die hintere schlagen. Ja. Optimal wäre einfach der Fahrer auf die Kugel natürlich. Ja, sicher Punkt spielen. Wichtige Kugel. Nur manchmal habe ich auch recht. Gut. Nächste Aufnahme, die Öffnung von Christian Bossert ist eine gute. Kugel auf 50 cm gerade vor der Saison. Und Mika und Sascha sagen, direkt schießen. Dummer lacht, hat Bock. Dann auch direkt in seinen Schuss. Schön Pali, ein bisschen auf die rechte Seite. Eng gemacht. Noch 5 von die Dinge.
bin ein bisschen still geworden. Ich muss ja gleichzeitig noch einen Live-Ticker machen für alle die, die keinen Stream haben. Nicht schlimm. Reicht nicht. Bisschen verlegt an die rechte Seite, devant, fast devant auf die Palais von Dominik. Also richtig Kugelvorteil. Dritte Kugel von der Equipe von Jean-Luc Destas kommt. Fünf noch auf die Hand bei das Team von Sascha von Pless. Spielstand 10-11. Schauen, ob der Jonathan wieder so eine gute Kugel hinlegen kann, was vor ein paar Aufnahmen her. Wichtig auf jeden Fall, dass er den Punkt zurückholt. Zumindest. Das macht er auch. Ein bisschen hinter der Sau, aber es ist natürlich einfach jetzt für das Team von Dominik, Jascha und Mika. Zwei Kugel Vorsprung, jeder Punkt wird geschossen. Treffer von Dominik. Reicht auch völlig. Stark von Dom, der ja eigentlich nicht für seine Nervenstärke bekannt ist, hier die 12 Treffer auszupacken. Ja. Nicht so schön. War stark. Gut. Und rollt ein bisschen nach außen, es ist unklar, aber wahrscheinlich hat er nicht den Punkt. Nein, und Jean-Luc wird, glaube ich, die Sau schießen. Das hat er auf jeden Fall kurz an gedacht. Die M-Finale gegen der Schieße Sau. Egal, ist doch gut. Ich muss trinken, alles gut? Ich würde gerne was trinken, ja, aber ich warte noch ein bisschen. Okay, ich warte noch ein bisschen. Also schön, dass Thomas auch ein bisschen bei uns hier in unserer Kommentatorposition mitfiebert. Thomas steht hier neben uns gerade und will was trinken, aber will noch warten. Also lange braucht ihr vielleicht nicht warten, aber also schon schauen wir. Also jetzt mit Sauschuss. Nein. Nee, erlegt. Erlegt. Ali Sascha. Holt Punkt. Kriegen wir gleich ein interessantes Ding. Wenn Sascha zweimal trifft, dann hat Mika noch zwei Kugeln übrig. Um zu legen für 13. Jawohl! Also, schön Treffer von Sascha. Letzte Kugel von Jean-Luc. Drei Kugeln noch auf der Hand bei Sascha und Mika und Dommel. Mika hat noch zwei Kugeln, Sascha hat noch eine Kugel. Letzte Kugel von Jean-Luc. Geht komplett durch. Das reicht nicht. Also Riesenchance. Das ist Riesenchance hier für Mika und Sascha und Dominik, um hier den 13. Punkt reinzulegen. Hier
Gebt uns 5 Minuten, wir bauen um. Die Siegerehrung wird hier vorne sein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und feiert noch einmal die Sieger der Siegerehrung. Einen schönen Echtetag. Bleibt da, in ca. 5 Minuten haben wir den Pokal.